Was mir so gekommen ist, als ich irgendwann mal Tomb Raider geschnitten habe. Oder ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wann es mir gekommen ist. Aber... Warte, können wir eigentlich mit Winston reden? Nö, er steht nur rum. Aber... Alistair und Sip. Ihre Namen. Der eine fängt mit A an, der andere mit Z. Mir ist das aufgefallen, weil ich mich gefragt habe, Sip, warum haben sie den anderen ausgerechnet Alistair genannt? Weil ich meinte ja am Anfang des Let's Plays, haha, ich hätte den anderen RAR genannt, weil das auch ein Dateikomprimierungsformat ist, haha. Aber, nee, sie haben sich für Alistair entschieden und da kam es mir so. Z? A? Sie beraten Lara quasi von A bis Z? Jedenfalls kann ich mir vorstellen, dass das der Gedanke dahinter ist. Ist nur so meine persönliche Theorie. Zu Laras Zuhause gibt es übrigens kein Zeitspiel. Das heißt, wir werden das hier auch nur einmal sehen. Genießt es. Oh, mir fällt gerade ein... Ich glaube, hier im Wasser lag noch was. Genau. Da lag nicht nur was, da ist auch noch ein Hebel. So. Klüger wäre es gewesen, das genau andersrum zu machen, aber es ist egal, wir haben Zeit. Wir wollen dieses wunderschöne Level wirklich genießen. So, einmal nach oben. Dementsprechend sollte ich vielleicht jetzt auch ein bisschen über das Haus reden, wie es in der Entwicklung des Spiels sich verändert hat. Denn, ja, wie gesagt, wir werden das noch einmal sehen und ich glaube, ich blende an der Stelle mal ein bisschen Beta oder Alpha, wahrscheinlich sogar Alpha-Footage ein von dem Spiel. Offiziell hochgeladen vom Tomb Raider-Kanal zum 25-jährigen Jubiläum der Serie. So, Moment. Ich tue das gerade hier, ihr werdet das auch sehen. Diese Statuen. Bitte unbedingt vorher speichern. Ihr müsst sie einmal nach innen drehen. Etwa so. Das vielleicht sollte ich sie... Ah, perfekt, sie machen es von alleine. Einmal so, dann diesen Schalter hier drücken. Und damit öffnet ihr diesen Gang da unten. Durch diesen Gang kommt man an das Silbergeheimnis, oder an ein Silbergeheimnis vielmehr. Das werden wir auch sofort und auf der Stelle holen. Ne? Einmal holen. Ja, Laras Haus sah mal ziemlich anders aus an irgendeinem Punkt der Entwicklung. Und noch viel interessanter finde ich, dass in diesem Haus das Soul Reaver rumhing. Für alle, die das nicht wissen, Crystal Dynamics, oder ich habe es am Anfang des LPs erwähnt, aber man kann Dinge vergessen, I guess. Crystal Dynamics hat vor Tomb Raider Legend an der Legacy of Kain Serie gearbeitet und der zweite Teil dieser Serie heißt Soul Reaver. Und in dem Spiel Soul Reaver gibt es ein Schwert, welches Soul Reaver heißt. Und besagtes Soul Reaver hing in der Beta- oder Alpha-Version von Laras Zuhause in Tomb Raider Legend rum. Das heißt, das Soul Reaver ist sogar noch in diesem Spiel. Wir werden es noch sehen, aber ich will mal noch nicht zu viel verraten, wann, wo, wie und warum. Ich weiß vor allem gerade gar nicht auswendig, wann wir es sehen werden. Aber, oder ab wann wir es sehen könnten. Aber wir werden es noch sehen. So, einmal hepp, rüber da. Und diese Statuen müsst ihr jetzt, und ich hoffe, ich habe so eine Art Tagebuch hier. Einsatzziele. Primärziel. Erforschen Sie das Anwesen und lüften Sie seine Geheimnisse. Ich dachte schon, wir sollen das Anwesen lüften. Finden Sie das Fernglas. Okay, da muss ich noch schauen, wo das ist. Ich habe keine Ahnung. Wusste bis gerade nicht, dass wir das nicht haben. Daten. Von den drei Abington-Anwesen, die Vater mir hinterlassen hat, fühle ich mich hier in diesem am wohlsten. Tatsächlich, die Crofts haben drei verschiedene Anwesen. Frag mich gerade, ob das so ein bisschen erklärt, warum sie
in dieser Trilogie jetzt ein neues Anwesen hat im Vergleich zur alten. Zur alten Serie vielmehr. Und okay, das Rechte dreht sich auch, die rechte Statue. Das ist der Hinweis, den wir bekommen haben. Wir sollten die zwei Schwestern, die sollten sich mit dem Rücken ansehen. Den habe ich gerade gesucht im Menü und habe es dann irgendwie wieder vergessen. Aber ja, kann man scheinbar nirgends mehr nachgucken. In der Halle des Wissens enthüllen nacheinander Zuelin, Topas, Viridian und Karmesin ihr Arcanum. Großartig. Das ist ein Hinweis, den wir in der Bibliothek umsetzen müssen. Das werden wir später tun. So, hier haben wir etwas, was wir mit dem Magnethaken bewegen können. Wüsste nur gerade nicht, wie wirklich. Ach, sieh an, aber wir können hier diese Sperre rausziehen. Aber ich wüsste zumindest nicht, wie uns das hilft. Vielleicht können wir von da drüben irgendwie da drauf springen. Mal schauen. So. Ach, sieh an, wir haben beide Sperre direkt rausgeholt, aber was soll mir das bringen? Ah, da ist. Ich sehe es. Da ist ein schimmerndes Ding an der Decke. Das war deutlich zu früh gedrückt. So, das habe ich jetzt mal eben geschnitten, denn wir müssen nicht zum 12. Mal sehen, wie ich hier hochklettere. Und bei der Gelegenheit habe ich direkt mal nachgeschaut, wo sich denn eigentlich das Fernglas befindet. Und es stellt sich raus, dass es direkt hier ist. Irgendwo. Ah, hier. Da hätten wir das Fernglas. Perfekt. Gut, einmal eine Metallkugel. Oder eine Kugel mit Metallring. Können wir hier runterziehen und sie funkelt hier rum. Und dann wahrscheinlich hier drauf schieben. Ah, damit senkt sich dieser schwebende Topf. Außerdem sehe ich hier eine Statue. Die können wir nicht verschieben, aber dahinter befindet sich ein Silbergeheimnis. Okay. Warte, ich müsste von hier da rankommen. Oh Gott. Der habe ich jetzt einen ganz schönen Twist mitgegeben, aber hat funktioniert. So, einmal darüber bitte. Uah. Das war vielleicht ein wenig viel des Guten. Egal, komm. Den Sprung sollten wir schaffen. Einmal rüber und hepp! Perfekt. Ein weiteres Silbergeheimnis. So. Dann dürften wir soweit fertig sein hiermit, mit dem Pool und können jetzt ins Gym gehen. Wobei, Blödsinn. Nein, nein, nein. Wir sollten nicht ins Gym gehen. Wir sollten in die Bibliothek gehen, denn für die haben wir einen Hinweis bekommen. So, einmal hier hoch und Bibliothek müsste die erste Türe hier gewesen sein. Einen Gang lang. Und dann durch diese Türe. Jetzt habe ich nur dummerweise den Tipp vergessen und man kann ihn, glaube ich, nochmal nachschauen, wenn man nochmal vor das entsprechende Objekt geht. Ich weiß, es war irgendwas Topas, irgendwas Karmesin. Und das sind die Farben der Bücher, die hier aus den Wänden ragen und interessanterweise ragen sie übrigens auch erst jetzt hier aus den Regalen raus. Topas steht für das gelbe Buch, Karmesin für das rote. Ich weiß nicht, wofür die beiden anderen stehen. Coelin und noch irgendwas. Gut, du wärst definitiv das gelbe Buch. Du das grüne, denke ich mal. Du das rote und du das blaue. Ich werde kurz nachsehen, was welches ist und was wir in welcher Reihenfolge drücken müssen. Coelin, Topas, Viridian, Karmesin. Und das bedeutet blau, denn Coelin, was auch immer das für eine Steinart ist, scheint blau zu sein. Blende hier eventuell ein Bild ein.
Topaz ist gelb, das weiß ich dank Breath of the Wild. Und dann hätten wir Viridian. Verdammt, das war oben. Hätte ich gar nicht runtergemusst. Und schließlich noch Karmesin, das ist rot. Das wusste ich schon vor Pokémon Karmesin, aber dadurch weiß ich es nochmal besser. Und es öffnet sich dieses Bücherregal. Wir bekommen ein weiteres Silbergeheimnis. Über der Feuerstelle lassen die enthüllten Fratzen berührt in eiliger Hast erstehen, was erstehen soll. Na toll. Das reimt sich sogar. Und ja, wir bekommen einen weiteren Hinweis. Über der Feuerstelle lassen die enthüllten Fratzen eiliger Hast erstehen, was entstehen soll. Wir werden sehen, was das bedeutet.